Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, dem Schönbau von unserer neuen Welt, die Storywelt, mit einem Art Rollenspiel in einem schönen, ja, nicht ganz neuen Universum. Also wir setzen viel auf Gothic, also die Gothic-Serie, also die Spieleserie, genau, nicht die Gothic-Ding. Und ja, machen es auch ein bisschen actiongeladen und so mit Zelda, also mit Action-Adventure. Online und fürs natürlich Rollenspielen zusammen. Jo, auf dem dragoria.de ist das schon die Welt erreichbar. Ihr seid aber im Adventure-Modus, damit natürlich ja, gebaut werden kann und nichts abgebaut werden kann und so weiter. Und dort habt ihr natürlich einfach so die Stories und ja, mit diesen NPCs und ja, neue Features. Und die kommen natürlich zuerst in dieser Welt, damit wir natürlich auch ein bisschen auf sicher gehen können, dass irgendwas nicht ausgenutzt wird oder so. Und ja, währenddessen bauen wir natürlich gerne. Ihr dürft gerne auch mitbauen, müsst aber euch ein bisschen, ja, dafür, jo, einsetzen, also ein bisschen Werbung machen innerhalb, also ja, mit Let's Plays oder zum Beispiel Livestreams natürlich. Ein bisschen öffentlich sein, ein bisschen etwas zeigen und hat schön bauen können und auch richtig bauen können, also dass ihr nicht irgendwie so einen goldenen Palast oder so macht mit ganz viel Goldtruhen und so weiter. Ihr müsst es harmonisch oder wir wollen auch, dass ihr zum Beispiel irgendwie so einen Weg folgen könnt und dort immer wieder stärkere Gegner antrifft und immer wie mehr. Also ich habe jetzt eine Arena gebaut in ein paar Livestreams, wo wir jo einfach mal angefangen haben, hauptsächlich mit Holz. Da unten ist Stein. Hier haben wir natürlich eine Schmiede, die muss ja aus Stein sein, sonst brennt alles. Also das Holz da draußen, das ist natürlich aus Holz. Und eben überall so ziemlich Details, natürlich ist es noch nicht fertig. Und wir müssen ja auch überall noch ein bisschen die Feinde zeigen, oder? In Form von, jo, ein bisschen Corruption, hier ist natürlich nur eine Arena. Und genau, ich möchte im ersten Part euch einfach mal ein bisschen zeigen, was ich so baue, wie ich so baue und einfach, was man halt sonst noch machen muss oder so NPCs platzieren. Und dann, wenn wir das auch machen können, wir machen eigene Plugins, wo wir dann auch Quests und so weiter machen können. Gibt es aber auch in diesem Citizen 2 Plugin schon, genau. Und wir machen jetzt einfach mal matt. So. Okay, ich wollte nur kurz schauen, was das Ding ist. NPC Rename ist wie Flamm. So. Ja, das ist ein guter Skin. Ist das ein Standard-Skin? Der kommt immer wieder. NPC Skin dann? Und dann machen wir einfach mal matt. Ach, das war ja er. Dann machen wir einfach mal Gothic Mut. Matt ist eigentlich ein ganz normaler Skin in Gothic 1. Dann machen wir doch mal ja, was können wir machen? Warrior. Ah, da habe ich oben schon. Ist nicht so toll. Machen wir doch einfach mal. Machen wir Link draus. Komm. Bitte Link. Ja. Ist wie schlau. Aber fast matt. Okay. Und der muss noch kämpfen. NPC Animation. Animation. Was? Animation. Und dann, Fight. Gibt's nicht. Jo. Wir müssen noch die Items herholen. Also er hat ja immer ein Schild. Ein Heilio-Schild. Und er hat immer das Meisterschwert. So, NPC, Equip. Was? Jetzt. Equip, so. Ein bisschen schwer. Gut. Also, er ist wie Schlamm, aber er bekommt natürlich noch eine. Ja, okay.
Er bekommt Lederhosen, oder? So, einfach, dass er nicht ganz link ist, aber fast. Wir könnten ihm sonst noch einen Helm geben, aber hat er doch immer einen besseren Helm. Hat so einen richtig geilen. So, ja, jetzt sieht er gut aus. Und er kämpft gerade. Wir sind gleich mal. Schaut gerade aus, aber wir müssen hier noch ein Portal hinmachen. Vielleicht ein bisschen im Weg. Aber gegenüber kämpft noch MC Great. Matt kämpft gegen auch einen lustigen. Und das ist, oh, wie heißt der Pirat? Wie heißt der Pirat von Gothic? Muss ich kurz nach. Nein, warte. Ich weiß es. Warte kurz. Gothic 2 Pirat. Greg, genau. Der Greg. Also nennen wir ihn Greg Room. Oder Grog Room. So. Es soll ja nicht immer die gleichen. Geil! Geiler Skin. NPC Skin. Pirate. Nochmal Pirate. Wow! ja, Pirate Captain. Ach bitte, tut einfach normale Skins dran. Captain. Ist sicher modern. Was hat das mit einem Captain zu tun? Captain. Pirat. Pirate. Seemann. Ja, eindeutig. So, dann muss ich da noch ein bisschen durchschauen, dann später. Ja. Also, nehmen wir einfach mal. Jack Sparrow. Ja, es ist Jack Sparrow. Gut. Und der trägt. Ja, der müsste eigentlich irgendwas an. Wir geben ihm einen Dreizack. Geht das Dreizack und Schild? NPC Whip. So. Geht nicht, ja. Mal probieren. Gut, die kämpfen zusammen. So, dann machen wir noch ein Portal hierhin. Und zwar mit Beinobsidian. Genau. Jo, in diesem Projekt werden einfach Livestreams manchmal gemacht. Und wenn etwas Spezielles ist und jo, etwas Tolles kommt. Ist. So. Richtig. So. Noch ein schönes Portal. Nein, das ist drin zu viel. So. So. Und das muss natürlich, ja. Ist auch in der Ecke. Schönes Portal. Und ja, das Blut muss hier weg. So. Und machen wir jetzt höher. So ungefähr. Ja, sieht sehr schön aus. Noch ein bisschen schmücken dann. Oder wir machen immer mehr Details rein. Ihr dürft auch immer wieder etwas sagen, wie zum Beispiel, diese Druckplatte hier ist nicht so schön, ich setze sie mit etwas anders. Oder. Jo, andere Sachen. Und wir müssen noch die Banner machen von den Königreichen. Und je nachdem, in welcher Fraktion, es gibt so ein Fraktionssystem, am meisten Spieler sind,
desto mehr wird auch gebaut. Also ich sorge dafür, dass einfach die Bereiche dann ein bisschen größer werden, die sehr beliebt sind. Aber natürlich auch die anderen dann immer wieder ein bisschen nach, dass ich einfach so ein bisschen sehe, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt schön und so weiter. Und ja, genau. Also, dann haben wir hier unten die zwei erstellt. Wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen eher NPCs platzieren. Und die möchte ich ja schon in dem schönen Bauprojekt machen. Und hier ist die Wache, oder? Also, ich schaue das so ein bisschen, dass niemand kommt. MC Create will sein wegen Wilson Fisk. Der ist von Daredevil und so MCU, also den Marvel Cinematic Universe. Und ja, von den Comics natürlich auch, vom Comic Universe. Und wir haben einen im alten Lager, der heißt Fisk. Habe ich das nicht gemacht? Warte kurz. Ich wollte den hier hin haben, dann müssen wir den hier hin. Hä? Ich bin jetzt gerade auf dem Schlag. Ja, genau, ich habe ihn hier oben. Ich wollte den eigentlich dort unten machen, als Wache. Aber hier machen wir Bloodwing hin. Der sieht auch schon aus wie Bloodwing. Und den muss ich einfach renamen. Rename. Genau. Jetzt muss ich gerade wieder schauen. Blutwein. So. Was ist das für ein Kopf? Reskin. Was haben wir gesagt? Will sein. Was? Wie heißt der Comment? Doch, ist doch. Skin. Ist es das Jungknown? Skin Name? Oh, no Skin. Ah, no Skin, stimmt. A Skin Name is required. Hab ich doch. Oh Mann. Will sein. Yes. So, kurzen Erinnerung. Dass ich einkaufen muss gehen, aber da bin ich jetzt beschäftigt. Okay, irgendwas geht nicht. Wenn ich auf C mache. Hä? Ich habe das immer vorher gemacht. Jo, dann weiß ich ja nicht, muss ich halt einfach nur Wille sein. Machen wir doch mal. Oh, wie heißt der Schauspieler? Wie heißt der Schauspieler? Muss ich ja nochmal kurz nachschauen. Star Wars. Oh, da weiß ich ja nicht den Namen. Machen wir doch mal. Oh, wie heißt er? Wie heißt der Name? Wie heißt der Schauspieler nochmals? Ja, Star Wars bin ich jetzt nicht so drin, aber er spielt auch woanders mit. Ah ja, bei Marvel. Ich habe gestern noch zu Hause beim Vater noch geschaut. Avengers. 1. Genau, da ist er irgendwo. Er ist wieder natürlich nicht vorne dabei. Der andere von Shield ist dabei. Okay, ich habe ihn gerade. Was? Idris Elba hat auch mitgenommen? Okay. Wie ist er denn? Der arme, alte. Der alte. Da, Samuel L. Jackson, aber. Genau, Samuel. Genau. Ach, komm. Ja, genau. Genau, aber ich muss ihn anders ausrüsten. Es sind ja nicht immer so edle Leute, die brauchen ja eine Lederrüstung. Aber er braucht einen anderen Skin, also eine andere Farbe. Und
zwar, es ist ja Schweizer, also Helvetier. Das Reich heißt ja Helvetien. Das stolze Reich aus seinem blöden Holzgebäuden. Chalet. Ich weiß nicht, wo die Farben sind, rote. Da. Gut. Oh, Schweiz. Die Schweiz ist halt immer so schön. Kennt ihr Mostindien? Das ist ein Reich, also das heißt Thurgau, Kanton Thurgau. Und dort so ein Gebiet können wir machen. Aus Apfelbäumen und so aus Dingen so in der Nähe. Dann haben wir schon mal etwas und dann gibt es noch das Rübliland, das ist Aargau. Ja. Wieso hat er keine. Ey, wo ist meine Lederrüstung hin? Wo ist die Armorplate? Ich verstehe jetzt gerade nichts. Ich bin so gehypt irgendwie, so etwas zu machen, oder? Weil es gibt halt einfach kein neues Gothic mehr. Es gibt nur ein Rework, also ein, ja, Remake bald und sonst nichts, oder? Und gegenüber steht noch, ja, da muss ich noch ein bisschen überlegen. Tarwin, oder wie heißt das? Gotik, Ansbach, Hauptmann. Twin heißt er, oder? A little low difficulty. Was? Difficulty, okay. Dachte schon, diffizil. genau. Othello Mod. Milton können wir noch irgendwann hinstellen. Hinstellen. Gut. Kann man Gothic 1 mit Mod durchspielen? Challenge Run. Will ich unbedingt mal machen. Der wird sicher schnell stellen. Twin, oder? Twin. Ich bin so lange nicht mehr am Gothic spielen gewesen. Twin, nein. Machen wir sonst jemand anders? Oh, wie heißen die Paladine? Genau, wie heißen die Leute? Irgendwas mit H. Okay. Paladine. Bekehrte Paladine. Paladin. Fandom. Fantasy. Ist nichts drin. Es steht einfach gar keine Paladine drin. Wikipedia, ein Paladin. Ja, das ist aber nur allgemein. Es sind ja so die Söldner. Nein, es sind. Oh, wie heißen die im alten Lager? Gardisten. Gardist. Gut. Ja, die Gardisten. Wichtige Gardisten. Anführer der Königlichen Kobrin. Hey, das ist aber. Das ist ab Gothic 3. Taurus, genau, Taurus heißt er. NPC. Ja. Taurus. So. Gut. NPC Rename. Nein, nicht Rename. Skin. Gardist. Guard. Oh. Das ist eine gute erste Folge. Wir können einfach fast nichts bauen, weil wir so coole NPCs erstellen können jetzt. Seit dem Livestream gestern, ich verlinke ihn in einem Kommentar und in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Und ja, einfach ein cooles Plugin für einen selber. Genau. Nehmen wir
Ritualist. Bitte, nicht so lange. Ja, ein schöner Ritter. Sehr gut für eine Wache geeignet. Okay. Wir nehmen jetzt auch wieder nur den Kopf. Das sind unsere Sachen. Ich habe alle wieder weggelegt. Gut, weg. In Gotik. Musik. Der ist schwarz, ja. Wir könnten immer eine Nein, wir machen einfach. Genau, wir machen so Kettenhelm und Hose. Eisen, Harnisch, Eisen, Stiefel. So. NPC-Eck. Und er bekommt natürlich auch noch ein Schild. Können wir eigentlich das Schild direkt reintun? Nein, man kann es nicht. So, und Blutvein bekommt einen Hammer über. Aber ich weiß nicht, wie man den Hammer holt. Die Edition haben wir ja nicht. Noch nicht. Die ist ja noch nicht draußen. Wir können ihm eine Steinhacke oder einfach eine Axt geben. So. Und Ludwin hat, glaube ich, eine Zweihand-Axt. Der hat kein Schild, oder? Der hat ein Buch. So ein Horn. Einfach so ein Horn tragen, wenn es geht. Du. Ja, es geht. Es geht einfach. Weißt du, so ein Wachhorn, also dass es Gefahr ist und so. Also ich wollte hier noch einen Turm machen. Und ja, der Turm passt schon. Aber ich muss mal hier oben mal anfangen. Und wie sieht ein Schweizer Turm aus? Soll ich mal aus Mangrovenholz und dunklen Ding einer machen. So, mal den. Und also, in Corinis gab es immer so rote Dächer. Ja, komm, machen wir ein rotes Dach. Es passt zwar, ja, okay. Es ist halt netter und wir haben schon ein rotes, netter Volk, aber ja, es passt schon. Nehmen wir da noch die dunklen Zäune. Gut, was haben wir? 23, also es ist noch nicht mehr so viel Zeit. Dann machen wir doch mal hier. Beginnen wir. Genug breit. Das sind 3. Wir müssen mindestens 4. Ja, wir machen 4. So. Und dann im nächsten Part machen wir den Turm weiter. Der soll schon ein bisschen höher sein. Machen wir mal wirklich einen höher. Gut, muss ich auch platzieren lernen. Und der natürlich. Sollen wir ihn? Ja, müssen wir. Sonst ist ja nur 2. Sonst machen wir das wirklich hier rein. Geht leider nicht so schnell. Zu wenig hoch oben. So. Wow, ich kann bauen. Und dafür, also wir haben hier 3, 4. Hier haben wir auch 4. Machen wir es bündig. Sieht auch gut aus. Und jetzt bitte richtig sein. Ist richtig. So. Und so. I.
Ah ja, ich wollte noch ein bisschen eine Mauer bauen. Machen wir das mal fertig. Ich möchte gerne hier eine Mauer bauen, weil wir ja wollen, dass wir am Anfang einem Weg folgen. Also das heißt, ich mache jetzt mal eine Mauer und die ist oben mit Schwarzeichenstämmen. Dass wir die auch ein bisschen haben. Was haben wir unten? Zwei, dann sieht es gut aus. Oder noch eins höher. So, hier machen wir mal nicht so hoch. Hier machen wir ein bisschen höher. Und hier machen wir eins niedriger. Okay, zwei niedriger, so. Ja, also die Mauer kommt hier ringsum. Dann haben wir hier noch eine Corruption, aber hier sollte man nicht durchkommen. Deshalb machen wir hier nochmals Fleisch hin. Oh, ja, wir machen so Halbsteps hin. So. Hier noch etwas abgebaut. So. Hier ein bisschen größer. Ja, hier können wir nichts platzieren. So. Und dann noch einen so. Gut, also hier kommt man nicht raus. Hier vorne machen wir eine Barrikade. Wie machen wir aus Holz oder so eine Barrikade? Machen wir doch aus Bruchstein. Mauern, eine Barrikade. Soll ja gut aussehen. Und jetzt kommt man nicht mehr rein oder raus, oder? Man kann hier nicht hochhüpfen. Und falls. Ja, man kommt nicht mehr raus. So, dann machen wir hier eine Art Jump'n'Run. Ich wollte es eigentlich hier rechts hoch machen. Wir können es auf den Baum. Wir müssen riesige. Riesige. Nette Ziel. Wow. Machen wir ein kleines Jump'n'Run. Soll ja auch leicht sein. Noch eins rüber. Das könnte man hier auch hoch oder so. Aber wir wollen ja, dass wir da hochhüpfen geht. Und hier müssen wir es einfach zeigen, dass es natürlich weitergeht hier. Ja, auch zurückgehen können. So. Genau, das geht auch. Gut. Also, dann habt ihr schon mal eine Art erste Challenge. Ihr kommt hier an. So, ja, zum Beispiel so. Und ja, wir werden das noch sehen, wie wir reinkommen. Und habt ihr einfach mal einen Kampf und merkt ihr, oh, wir sind ja eingesperrt mitten im Kampf. Also gehen wir hier hoch. So. Und sind hier. Gut, also. Jo, zum Abschluss möchte ich euch noch ein bisschen zeigen, oder? Ich habe ja 12 Farben. Wir können auch mischen oder so. Wir machen noch zwei andere Farben pro Reich. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel, ihr seid eine Frau, wollt natürlich Ninjas und so gerne haben oder Japaner einfach. Wir haben mal rosarot, aber eigentlich denke ich mal, wird weiß die Hauptfarbe sein. Weil ein weißes Banner haben wir auch noch nicht. Also ich denke, ich mache jetzt mal was weg. Und machen Ninjas natürlich auch richtig cool und edel. Aber es gibt dort so einen Ninja-Clan, der auch ganz viel einsehen will, oder? So Kerzen können wir noch platzieren. Und ja. Teppich. Aber ich suche gerade die Banner. Gut. So. Okay. Jo, Nische-Schakutnaht. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen schauen. Ein bisschen so die Farben. Hier ist rot, hier ist weiß. Machen wir das mal so. Hier machen wir noch eine Kerze hin. Da können wir es nicht da. Mal gucken.
Jetzt kann man nicht auf Treppen Kerzen legen. So. Und da ist ja schwarz. Da müssen wir halt auch irgendwie noch schwarz hinstellen können. Und wir machen immer nur eins. Machen wir noch eine rote. Ja, einen roten Teppich hin. Dankeschön. Dankeschön. Wir können ja mal hier einfach ja, nicht platzieren. Oder wir machen gleich einen Schlammziegel hin, wenn es geht. Geht natürlich nicht. Also lassen wir das mal, Drago Basso, du bist an jedem schuld. Genau, und ich habe ja gesagt, in der Schweiz gibt es Mostinien und das ist hier so ein Protzapfel aus der Schweiz, also aus Helvetien. Und dann gibt es natürlich in der Schweiz auch viele Kürbiskuchen. Ja, so. Habe ich einfach mal gesagt. Und Dev hat einfach den Stick zum Markieren von Gegenständen. Und was gibt es noch für so Admin-Waffen? Markieren, wer hier abgebaut hat und so. Genau, habe ich einfach mal genommen. Und jetzt machen wir noch Feuerzeug. Genau. Nicht Feuer, sondern Feuer. Ja. Was ist ein Feuerzeug? Ah, da ist es. Oh. Was ist denn falsch? Jo, Feuer brennt. So. Und die ist gelöscht. Gut, dann machen wir hier eine schwarze Kerze. Ja, können wir heute gut suchen. Meine Güte. Und vorne kommen vielleicht auch Banner hin. Das mache ich jetzt einfach mal kurz, dass ich mich erinnere. Und ich möchte eigentlich eine schwarze Kerze. Ich sehe gerade. Ah, oh, das ist die. Hey, sieht aus wie blau. Sieht aus wie blau. Feuerzeug da. Die gelöscht. Und wo haben wir? Ja. Ja. Wow, das sieht doch gut aus, dass es so orange wird. Geil. Und du willst auch brennen? Der Bambu. Nein! Was ist das für ein gefährliches Spiel für Kreativ? Leute, ich will zwei Bambus drin haben. Ich will hier oben Bambus haben. Ich will hier auf der Kette Bambus. Es ist alles ein bisschen limitiert und eventuell können wir das natürlich sehr gut hinmachen. Genau, und ich frage dann noch, wie das mit den Köpfen besser geht. Weil Köpfe können dann auch noch ein paar Deko-Elemente werden. Und jo, gehen wir noch kurz das Sumpfkraut rauchen. Also Fisk, Lester. Hä? Dein Sumpfkraut hier. Das ist dein Laden. Bild. Du. Nein, Fisk. Lester ist so. Ist das dein Ernst? Schild. Ach ja, das Hängeschild. Sumpf. Laut. Laden. Le. Lässt. Lästigkeit. So. Ah, dann können wir das wieder nicht. Schild. Dann können wir das wieder nicht platzieren. Hier, wo lässt er ab. So. Gut. Wunderbar. Also machen wir hier weiter die hängende Stadt sozusagen, das neueste Lager. Und ja, der Turm, oder? Mit den. Ja, die haben wir jetzt ja nicht mehr. Schade. Genau. Mit dem roten Dach. Und hier in der Region sind einfach die
Helvetier. Genau, und wir haben ja auch noch die Barriere, genau. Das muss ich ja euch ja noch sagen. Die Barriere, die wird immer wieder größer, die lassen wir natürlich nicht so. Aber zuerst mal alles ein bisschen bebauen. Und genau, wo ist die Barriere hin? Hier vorne, gell? Jo, damit, jo, natürlich noch ein bisschen etwas unbekannt bleibt in der Nähe. Leider können wir wirklich nicht raus. Also wir können hier draußen nicht etwas bauen und es euch dann irgendwie ja, überraschend dann zeigen oder so. Wir bauen halt auch alles in den Schönbau-Let's Play und Livestreams. Ja. Okay. Also, hat Spaß gemacht, der erste Part. Und wir machen weiter. Gell? Immer Feedback geben. Hier machen wir dann noch Bäume, stimmt. Das wird auch geil. So ein bisschen Corruption rein. Und irgendwo eine, genau, wir machen hier drauf immer eine Statue von so Ritter. Ein Ritter und einen Bogenschützen oder ein Mage. Genau, wir machen einfach Xardas. Und Saturas oder so. Hier drauf. Zwei Magier. Und in die Hexenhütte kommt auch noch irgendwie. Genau dort. Das ist das Sektenlager dann. Das wird so geil. Ja. Also ich finde irgendwie, ja, die Arena, ich wollte sie wirklich wie im alten Lager machen, die Arena. Aber das ist einfach, ja, inbegriffen in einem großen Lager. Hat schwer umzusetzen. Und ich finde es, sieht noch sehr. Jo, es ist so richtig wild aus, also so fast schon ein Art Style wie in Doom oder wie ja, so Endzeit Fallout oder so. Aber ich hoffe, es gefällt euch. Jo, immer beschreiben, gell? Also immer schreiben, das hast du nicht gut gemacht, das hast du super gemacht. Und ja, wir sind nämlich hier nicht im alten Lager. Ist das das neue Lager? Ist das das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager ist hier unter der Brücke. Okay, gut. Fertig gewitzelt. Gothic war halt immer so mega geil. Wir haben es in der Schule halt immer durchgenommen. Jeder hatte Gothic auf einem schlechten PC. Bei mir hat zum Beispiel alles geruckelt, was nach 10 Minuten, nach 10 Meter noch angezeigt wurde und so. Aber ich hatte dann auch einen neuen 2002 und mit Gothic 2 hatte ich dann natürlich mega gute Performance. Für damalige Verhältnisse. Oder? Jo, gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Dankeschön fürs Zusehen. Euer Drago Basler. Tschüss.